Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank. Ich bin Inhaber der Speed Learning Academy und Autor des Buches Speed Learning, die Erfolgstechniken. Heute geht es weiter mit dem Polyglot Project. Wir lernen 12 Sprachen in 12 Monaten. Jeden Monat eine neue Sprache. Wir hatten in den letzten Monaten bereits Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Schwedisch und Russisch. Und heute, diesen Monat, jetzt hier im Dezember 2020, geht es weiter mit Neugriechisch. Neugriechisch ist ebenfalls eine Sprache, die ein anderes Alphabet benutzt als die lateinische Schrift und gleichzeitig aber eine Schrift verwendet, die einem Alphabet folgt. Viele der Buchstaben kennen wir aus der Mathematik, wie Alpha, Beta, Gamma, Delta. Wir kennen Sigma aus der Tabellenkalkulation bei Excel. Und so kennen wir Begriffe wie das A und O, das stammt von Alpha und Omega ab, dem ersten und letzten Buchstaben des griechischen Alphabets. Und wir werden feststellen, dass wir unglaublich viele Wörter kennen, weil wir sie natürlich auch in unserem alltäglichen Wortschatz verwenden. So, die Unterlagen, die du zum Lernen der griechischen Sprache brauchst, beziehungsweise die wir empfehlen, ist einmal der Sprachkurs von Langenscheid Griechisch mit System, das Lehrbuch plus die entsprechenden Audiodateien dazu, dann die deutsche und die griechische Version des kleinen Prinzes, O Mikros Prinkipos, findest du alles in der Beschreibung des Podcasts verlinkt. Und außerdem brauchst du von Pons das Bildwörterbuch Griechisch. Das sind die drei Unterlagen, die drei Dateien, die drei Kursmaterialien, mit denen wir hier in den nächsten 4 Wochen arbeiten werden. Jeden Donnerstag bekommst du Tipps und Tricks, wie du dir die griechische Sprache leichter und besser lernen kannst. Und darüber hinaus bekommst du Tipps, wie du überhaupt Sprachen besser lernen kannst. Egal welches ist, egal wie lange du diese Sprache schon lernst, egal ob du Anfänger, Fortgeschrittener oder vielleicht sogar schon fast Profi bist. O Mikros Prinkipos, der kleine Prinz, ist auch die Lektüre, die wir in den vergangenen Sprachen als erstes gelesen haben. Warum das so ist, habe ich früher schon erzählt. Der kleine Prinz ist einfach eine Geschichte, die insgesamt über einen Wortschatz von 2500 Wörtern verfügt, die gleichzeitig die Sprache, die du lernen möchtest, eleganter klingen lässt und die sowohl Erzählungen als auch direkte Rede beinhaltet. Und es gibt diese Geschichte einfach in fast allen Sprachen der Welt, mittlerweile übersetzt, zu Recht, wie ich finde, und von daher verwenden wir eben diese Lektüre hier. Wir hätten auch die Bibel nehmen können, wobei das natürlich ein Werk ist, das von der Konversation, von den Dialogen her auf der einen Seite ein bisschen antiker anmutet, als wir das in der modernen Gesellschaft haben. Zum anderen ist die Bibel deutlich umfangreicher von ihren Texten her. Und zum dritten verbinden natürlich viele Menschen, die jetzt eine andere Kultur leben als die christlich-abendländische, mit der Bibel auch so ein bisschen etwas, das sie vielleicht am Sprachenlernen dann hindert. Von daher, der kleine Prinz, eine gute Möglichkeit, um die Sprache zu lernen. Wie startest du nun? Wenn du diesen Kurs Griechisch mit System hast, O Mikros Prinkipos, und gleichzeitig das Bildwörterbuch Griechisch von Pons, dann blätter erstmal den griechischen Sprachkurs einmal komplett durch, ohne den Anspruch zu haben, irgendetwas zu verstehen. Und wenn du das tust, dass du diesen Sprachkurs einfach so durchblätterst, dann merkst du, dass die Schrift für dich vermutlich sehr, sehr
fremd wirkt. Und ich möchte, dass du aber mal diese griechische Schrift anguckst und schaust, welche Buchstaben gleich oder ähnlich den lateinischen Buchstaben sind. Und wenn du alles durchgeblättert hast, dann geh an den Anfang des Buches, des Sprachkurses, und zwar dorthin, wo du anfangs die Schrift und Aussprache findest, das griechische Alphabet. Das ist hier die Seite 15 und da findest du den Buchstaben jeweils als Großbuchstabe und als Kleinbuchstabe, den Namen des Buchstaben, das ist jetzt nicht so wichtig, die Lautschrift, Ausspracheregeln und Beispielwörter dazu. So, und dann nimm dir einen deutschen Text, irgendeinen deutschen Text und schreibe ihn mit griechischen Buchstaben ab. Und das ist tatsächlich auch die Aufgabe für dich für die erste Woche. Nimm einen deutschen Text und schreibe diesen deutschen Text mit griechischer Schrift, in griechischen Buchstaben. Das heißt also, wenn jemand, der Griechisch lesen könnte, diesen Text läse, würde er einen deutschen Text lesen. Also sagen wir mal, du hast eine WhatsApp geschrieben an deine Frau oder an deinen Mann und in dieser WhatsApp heißt es einfach nur: Hallo Schatz, ich komme heute Abend noch am Supermarkt vorbei, brauchen wir noch irgendetwas fürs Abendessen? Dann schreibe diesen Satz mit griechischen Buchstaben. Mach dir vielleicht auch so einen Spaß draus, dass du dir noch jemanden suchst, der mit dir Griechisch lernen möchte, und schreibt euch auf Griechisch Geheimbotschaften. Oder poste einfach in den sozialen Netzwerken für die nächsten 4 Wochen sämtliche Posts auf Griechisch, um einfach zu gucken, ob es Leute in deinem sozialen Umfeld gibt, die Griechisch verstehen. Das ist also die Aufgabe für den ersten Wochenblock bis nächsten Donnerstag. Schreibe deutsche Texte mit griechischen Buchstaben. Und zwar mindestens 20 Minuten pro Tag. Also Tagebuch vielleicht, Dankbarkeitsbuch, Erfolgstagebuch, was auch immer. Deutsche Texte mit griechischer Schrift. Ich glaube, du hast das Prinzip verstanden. Und jetzt wünsche ich dir für diese Woche viel Spaß. Und an dieser Stelle nochmal der Hinweis: Wenn du unsere Speed Learning School kennenlernen möchtest, also die Lernplattform, mit der Schüler, aber natürlich auch Erwachsene leichter, schneller und effektiver lernen können, dann schreibe jetzt eine E-Mail an info@speedlearning.academy und beantrage einfach die Aufnahme in unseren Speed Learning Online Schul Newsletter. Gleichzeitig kannst du auf Facebook unsere Seite Speed Learning Online Schule liken und bekommst dort jeden Tag 2 Tipps, wie man in den entsprechenden Schulfächern leichter und schneller lernt. Das erweitert überdies auch deine Allgemeinbildung, und wenn du Kinder im schulpflichtigen Alter hast, könntest du sie sogar dadurch begeistern, dass du plötzlich schlauer bist als sie. Also zumindest in diesen Schulfächern. Das ist ja nicht immer grundsätzlich gegeben, dass die Eltern das, was die Kinder in der Schule lernen müssen, noch alles so auf dem Schirm haben. Also, das meine beiden Aufrufe für diese Folge. Einmal das griechische Alphabet zu lernen, indem du deutsche Texte mit griechischen Buchstaben schreibst, 20 Minuten pro Tag mindestens. Und als nächstes, nimm Kontakt auf über info@speedlearning.academy. Lass dich in den Newsletter aufnehmen für unsere Speed Learning Schule und profitiere einfach von diesen Gedächtnistechniken. Während des kompletten nächsten Jahres werden wir diese Plattform noch gemeinsam mit unseren Podcast-Hörern und mit unseren Teilnehmern aufbauen. Und ab 1. Januar 2022 wird sie dann kostenpflichtig an den Start gehen. Gut, in diesem Sinne freue ich mich darauf, dass wir gemeinsam Griechisch lernen. Nächste Woche erkläre ich dir dann, wie du
mit diesem Lehrbuch weiterarbeiten kannst, mit dem Griechischkurs. Da werden wir dann die ersten 700 Sätze bilden. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und am Sonntag, da geht es um die wichtige Frage, was denn überhaupt in der jetzigen Zeit die wichtigste Frage ist. Bis dahin, hab eine gute Zeit und bis Sonntag.